geheim Gefängnis. Ein Foto, wie der Fuß. Ja, deine Dossier. Was hat sie verbrochen? Was hat sie gemacht? Oh je. Was ist dann passiert? Wer hat sie erwischt? Ich. Du hast sie erwischt. Bravo. Wollen Sie die Zeitung kaufen? Ich habe sie schon gekauft, danke. Sag mal, was kaufen die Kinder gewöhnlich hier? Früchte. Hm, was noch? Naja. Kein. Ich interessiere mich nicht besonders, was die dort alles haben. Außer Früchte, naja. Wie viel kostet ein Stück Melone? Ein Stück Melone kostet 2 Seli und eine Honigmelone 1 Seli. Kann ich sehen, was für Kerzen ihr gemacht habt? Kerzen, was ich gemacht habe. 2 reservierte. Mhm. Habt ihr die jetzt gemacht, heute? Ja. Ja, mit deiner Kaufen. Mhm, sehr schön. Mhm. Und was macht ihr damit? Also, wir tun sie verkaufen. Mhm. Und wie viel kostet so eine Kerze? So eine große 10. Und solche kleinen nur 5. Aha. Macht ihr noch Seife? Nicht mehr. Nicht mehr. Habt ihr aber gemacht? Ja. Mhm. Also die anderen haben wir. So. Wir haben 2 Stück. Danke. Ach gut, ich will mal wissen, wie lange das Hallo Kinder. Hallo. Was passiert hier im Freizeitpark? Was machen die Kinder hier? Spielen. Mhm. Und was spielen sie? Ping-Pong. Was noch? Mhm. Badminton. Badminton auch. Ah, ja. Schön. Mhm. Und da draußen, was gibt es denn? Mhm. Wie
Johannes, welches ist deine Rolle in der Kinderspielstadt? Meine Rolle in der Kinderspielstadt ist die der im Rahmen der Organisation, die der Infrastruktur und Finanzverwaltung. Und habe auch sonst noch einige Geschäfte hier in der Kinderspielstadt zu leiten, außer der Organisierung der Infrastruktur im Allgemeinen. Wie funktioniert die Kinderspielstadt? Ich bin ganz zufrieden, also wenn es ein generelles Urteil gefällt werden soll. Wie gefällt es den Kindern? Na, dann denke ich, ist super. Gut, es gibt sicher auch einige, die teilweise Heimweh gehabt hatten, aber das war schon die deutliche Minderheit. Also mir sind so 3-4 Fälle bekannt. Und die meisten haben das überwunden.